Hermann, dir ist nicht heiß, ne? Nö, du hast ja ordentlich Wasser im Bein zum Kühlen. Ja, die Ferien starten und bei den Bayern geht's am Donnerstag mit dem Training wieder los, ohne Harry Kane. Ja, haben anscheinend nicht genug Geld. Die wissen doch, dass die pokern bei Tottenham. Dann überlege ich mir doch mal vorher, wie viel. Der Tuchel, der steigt auch in ein Taxi, wenn der Taxifahrer sagt, bekomm 40 Euro. Da sagt der Tuchel, können Sie noch ein Stück zurückfahren? Ich habe nur 30. Stefan, denk dran bei der Hitze, ne? Viel trinken, wenig bewegen. Du musst also nichts ändern. Thomas Müller ist auf jeden Fall fit für den Trainingsstart, ne? Der hat beim Golfen gegen DJ Bobo, warum geht man egal, verloren und musste dann Liegestützen machen. Wenn DJ Bobo das gefilmt hat und gesungen hat, there's a party, don't you know the way. Richtig. Und der Goretzka war mit dem Ex hier bei Alaba, war noch so ein Rap-Festival. Aftershow-Party mit Haftbefehl. Also die sind jetzt beide im Knast. Ja. Überleg mir jetzt auch was. Ich rufe mal beim Tuchel an. Ich wollte nächste Woche mit den Amigos zum Camping. Vielleicht hat er ja Bock. Zelten ist ja wie Festival, nur ohne Band. Das Gute ist, wenn uns so eine Zeltstange kaputt geht, dann haben wir ja noch den Tuchel. Christian, weißt du, was der Hammer ist? Werkzeug! Und jetzt geh rein da! Den Bayern-Knaller der Woche hat Uli Hoeneß aber abgeschossen. Achtung! Der Uli ist ja bei allen Transfers dabei, aber den wichtigsten Job bei den Bayern hat er im Merchandise-Bereich. Der testet FC Bayern-Produkte, ob die Bayern-Likes sind und nicht China-Schrott. Zum Beispiel kauft dann der Uli eine Zahnbürste und testet die im Familienkreis. Also eine langt, kann ja rumgehen. Das ist alles kein Scherz. Der hat wirklich in Bayern Bettwäsche gepennt, Uli Hoeneß, und hat sich beschwert, dass die fasert. Neu im Bayern-Merch-Shop ist demnächst so ein langärmliches Hemd, was man hinten zuknoten kann. Und wenn der Uli das testet, dann kannst du ihn direkt abführen in die Irrenanstalt. Andi! Boah, das riecht bis hierhin, du müffelst! Denk dran bei der Hitze, ne? Für einen Deo-Roller brauchst du keinen Führerschein. Ah, da wird aber auch Zeit, ey, dass er wieder losgeht mit dem Fußball hier. Ich habe aus lauter Verzweiflung, da müssen wir wieder rasen und einen Ball sehen, letztens schon Wimbledon geguckt. Und in Dortmund haben sie Trainingsauftakt. Niklas Süle kommt an. Topfit. Hä? Topfit. Kein Witz. Die Spieler so, was hast du denn gemacht? Niklas Süle und Topfit, das ist wie Tour de France gucken. Da frage ich mich auch immer, da stimmt doch irgendwas nicht. Da können wir alle hoffen, ne, dass der Niklas die Form auch hält. Und dass du nicht nach zwei Spieltagen wieder sagen musst, Niklas, sei nicht so negativ. Ne? Kinn hoch und der zweite auch. Patrick, denk doch mal mit. Da ist ja der Orangensaft konzentrierter als du. Viele neue Gesichter gibt es in der Bundesliga. Ne? Gladbach, Hofmann-Ersatz gefunden. Franzosen. Frank Honoir. Oder Honoir, ich weiß nicht, wie man den Haar, ist auch egal. Stell mir das vor, wenn die Gladbach-Bossen mit dem telefonieren. Der geht ran. Honoir? Ja, manchmal keinen Kopf, über das Geld reden wir auch noch. Ich bleibe auf jeden Fall dran, was einen richtig geilen Trainerjob angeht. Viele sagen ja, Uwe, bitte übernimm die Nationalmannschaft für Hansi Flick. Ich war ja beim Vorstellungsgespräch beim DFB, haben die mich gefragt, Uwe, was sind denn Ihre Stärken? Ich so, ich bleib immer freundlich, auch wenn ich es mit kompletten Idioten zu tun habe. Nee, wir melden uns. Ich so, oh, das ist aber nett von Ihnen. Schauen wir mal. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat sich jetzt für ein Erotikmagazin ausgezogen und der Kioskbesitzer meinte, er hätte doch lieber das Geld. Der Tuchel ist auf jeden Fall fit, genau. Der hat Liegestütze. Wenn der Liegestütze macht, brechen die Arme durch. Mach nochmal. Nochmal, weißt du. Boah, es wird aber auch Zeit, dass das endlich wieder losgeht, ne? Mit dem Fußball. Stell mir das so vor, wenn die Gladbach-Bosse bei dem anrufen und wollen den verpflichten und der geht dran. Honoir? Und die Gladbach-Bosse so, ja, aber das Geld. Reden wir gleich auch noch. Nämlich gefragt, Uwe, was sind denn Ihre Stärken? Habe ich gesagt, ich bleibe immer, oh Gott, jetzt genau an der Stelle, wo es in